Gute, heute gibt es wieder was aus der Pfanne und zwar Maultaschen mit so ein bisschen Spitzpaprika, ein bisschen Zwiebeln. Das wird großartig, liebe Leid. Und wie ich diese Maultaschenpfanne gemacht habe, das wisst ihr ganz genau, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Liebe Leid, sorte Maul, könnt ihr euch noch an die Bratwurstpfanne erinnern? Für die, die sie nicht kennen, ich verlinke sie euch mal da oben. Die ist ja so gut bei euch angekommen, dass ich mir gedacht habe, heute machen wir mal wieder was aus der Pfanne. Und zwar machen wir eine richtig schöne Maultaschenpfanne. Die habe ich letztens aus Versehen gemacht, weil ich so ein bisschen Hunger hatte. Und die hat mir aber so gut geschmeckt, dass ich mir gedacht habe, hier, die muss ich euch zeigen. Das geht gar nicht anders. Und was brauchen wir dafür? Natürlich Maultaschen. Und die schneide ich jetzt hier so ein bisschen runter. Die habe ich aus dem Kühlregal. Die habe ich gekauft, also die habe ich jetzt nicht selber gemacht, weil ich hatte jetzt einfach nicht die Lust, quasi mich in die Küche zu stellen und irgendwelche Maultaschen zu klöppeln. Wer natürlich die Zeit hat und Bock dazu hat, sich Maultaschen zu machen, der kann das natürlich machen. Schmecken wahrscheinlich tausendmal besser wie die. Aber wie gesagt, ich bin ein faules Stück, habe sie jetzt gekauft und geht jetzt auch so. Die habe ich jetzt in dieser wunderbar silberfarbenen Schüssel geparkt und hier habe ich eine wunderbare Spitzpaprika. Und wer mich kennt, der weiß es ganz genau. Ich liebe die Dinger, die sind viel besser als so Gemüsepaprikas. Und heute mache ich auch mal das Kerngehäuse raus. Ich wurde ja drauf quasi hingewiesen. Ja, sag mal, warum machst denn du das Kerngehäuse nicht bei der Paprika raus? Das ist doch ein bisschen eklig, oder? Nee, für mich nicht, aber für euch mache ich es jetzt raus. Auch die Paprika schneide ich jetzt einfach so grob runter. Das muss nicht filigran sein, einfach grob runterschneiden. Und hier haben wir sie wieder. Die rote Zwiebel, ihr wisst es ganz genau, rote Zwiebel are the best. Und versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen weiße Zwiebeln. Weiße Zwiebeln sind großartig, wenn man sie schön anbrät, dann werden sie richtig schön süßlich und großartig. Aber rote Zwiebeln, liebe Leid, die schmeicheln dem Gaumen, die sind einfach nur super gut. Und ihr, liebe Leid, ihr wisst es ganz genau, die genaue Zutatenliste, die gibt es natürlich wie immer am Ende vom Video. Könnt euch abschreiben, screenshotten, das Tablet auf den Fotokopierer legen oder den Bildschirm abfotografieren, wie auch immer. Ihr seht, die Zwiebeln habe ich jetzt einfach so grob runtergeschnitten und jetzt kommt das Ganze auf den Grill. Den habe ich schon mal vorbereitet auf direkte Hitze. Das heißt, unten befinden sich heiße Kohlen und da gebe ich jetzt eine Gusspfanne drauf. Und in die kalte Pfanne gebe ich jetzt Speckwürfel. Und warum ist die Pfanne kalt? Das ist mit Absicht so, denn ich möchte, dass die Pfanne sich langsam erwärmt und das Fett aus dem Speck langsam auslässt. Das ist der ganze Grund. Und während die Pfanne sich erwärmt, kümmern wir uns um eine Knoblauchzehe. Die wird nämlich jetzt quasi einfach so grob runtergehackt. Das müsst ihr jetzt nicht im Mühbereich machen. Einfach so ein bisschen grob runterhacken. Jörn vom Barbecue aus Rheinhessen, der nimmt ja ganz gerne diesen frischen Knoblauch. Da steht er ja total drauf. Ich nehme es mir jedes Mal vor, wenn ich im Supermarkt bin, den einzukaufen. Ich vergesse es jedes Mal. Ich hoffe, dass das irgendwann mal klappt. Ich will nämlich auch in diesen Genuss kommen vom frischen Knoblauch. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere Maultaschen. Jetzt kommen die Maultaschen in die Pfanne. Und könnt ihr dieses Knistern hören? Das wird richtig großartig, da freue ich mich drauf. Und liebe Leute, wenn ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid, warum auch immer, würde ich mich tierisch darüber freuen, wenn ihr mir ein Abonnement hinterlasst, einen schicken netten Daumen, die Glocke aktiviert und vielleicht schreibt ihr noch einen Kommentar, da freue ich mich sehr drauf. Aber ich freue mich auch über die Zwiebeln, die jetzt zu den Maultaschen hinzukommen. Und die werden jetzt mitgebraten. Und ihr könnt es schon sehen, die Maultaschen bekommen schon langsam Farbe. Und der Duft... phänomenal. Einfach nur gigantomanisch. Die Spitzpaprika kommt natürlich auch noch dazu. Ich habe so eine kleine Reihenfolge. So, weißt du, so erst der Speck, dann die Maultaschen, dann die Zwiebeln, dann die Paprika. Jetzt kommt noch der Knoblauch dazu. Und dann kann man das schön verrühren. Und ich liebe dieses Geräusch. Hier, das könnte ich in Dauerschleife hören. So abends vom Euschlaufe. Mach ich mir so, hier zack, das Handy an mit Dauerschleife, Brutzelgeräusche, schlafe ich wie ein Baby. Großartig. Würzen tun wir das Ganze natürlich auch mit ein bisschen Salz und mit ein bisschen Pfeffer. Wie viel Salz und Pfeffer, ihr wisst es ganz genau, das entscheidet ihr selber, das müsst ihr abschmecken, denn da möchte ich euch nichts vorschreiben. An dieser Stelle könnt ihr jetzt noch ein Stück Butter hineingeben. Hatte ich eigentlich auch vor. Ich wollte so ein bisschen Butter hineingeben, einfach nur, um den Geschmack noch ein bisschen hervorzuheben. Aber ich habe es vergessen. Nur Gott weiß, warum ich es vergessen habe. Ich räume sie ja hier auch noch weg. Sie lag die ganze Zeit da. Keine Ahnung, was los war. Bin am Magneten vorbeigelaufen und da war mein Hirn gelöscht.
Ist aber auch egal, wird auch ohne Butter sehr, sehr gut schmecken. Aber ich schreibe sie euch in die Zutatenliste, könnt ihr ja optional hineinmachen. Jetzt habe ich hier wunderschöne Petersilie. Die hacke ich jetzt ein bisschen klein. Und wer mich kennt, der weiß es ganz genau. Ich stehe auf Petersilie. Petersilie ist wirklich großartig. Das macht jedes Gericht irgendwie besser. Sag ich jetzt mal. Also bei mir ist Petersilie wirklich, steht es an der Tagesordnung. Unsere Maultaschenpfanne ist jetzt aber fertig. Und sie sieht hervorragend aus. Und wir machen sie jetzt noch hübscher, indem wir Petersilie drüber geben. Das sieht wirklich aus wie gemalt. Richtig hervorragend, liebe Leute. Und ich denke auch, diese Maultaschenpfanne wird richtig gut schmecken. Und da freue ich mich auch gleich drauf. Aber liebe Leute, wisst ihr, was das Gute an dieser Maultaschenpfanne ist? Ihr könnt sie auch hervorragend und richtig gut in der Küche machen, wenn ihr gerade keinen Bock habt, draußen am Grill zu stehen. Und was soll ich sagen? Und damit ihr das Ganze auch nachmachen könnt, braucht ihr natürlich folgende Zutaten. Ihr braucht Maultaschen, gekaufte oder selbstgemachte, wie auch immer, Zwiebeln, Knoblauch, Spitzpaprika, bisschen Speckwürfel, Butter, die ich vergessen habe, Petersilie, Salz und Pfeffer, liebe Leute. Und was soll ich jetzt sagen? Ihr wisst es ganz genau, jetzt wird probiert. Und hier ist sie, die fixe Maultaschenpfanne, und ich werde auch gleich probieren mit so einem Stück Paprika und so einer Maultasche, ein bisschen Zwiebeln, nicht allzu viel, denn ich habe gut gefrühstückt. Boah, ist das gut. Leute. So phänomenal und so einfach. Und wenn ihr das so richtig schön anbratet, dann sind die Maultaschen noch so ein bisschen knusprig. Richtig gut. Geht auch schnell. Es ist ein bisschen Zwiebeln schnippeln, ein bisschen Paprika schnippeln, Knoblauch, Petersilie, Salz, Pfeffer. Mehr ist es nicht. Liebe Leid. Großartig, diese Maultaschenpfanne. Müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Und deswegen ab an den Grill oder in die Küche oder wo auch immer, wo ihr gerade eine Pfanne stehen habt. Und ansonsten sage ich jetzt nur noch, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. 'Cause I've been running, baby.